So, ja, nahe Sonden. Da sind wir jetzt zurück zu Die Umkehr der Waffe. Das ist jetzt hier der vierte Teil. Das ist ein Gameplay auf. Also in Herrschaft auf Afghan. Ich habe die Tarnung mit erweiterten Magazin gespielt und der Falltarnung. Das ist jetzt quasi schon das Ende des Gameplays. Ich habe das jetzt ein bisschen zusammengeschnitten, weil ich oft tausendmal gestorben bin. Boah, das müsst ihr nicht unbedingt sehen. Ich habe hier ja relativ viele Kills mit der Waffe gemacht. Ich habe ziemlich lange gebraucht, um die Nuke zu erspielen. Also jetzt in dem Gameplay hier. Weil ich ziemlich defensiv gespielt habe. Und sonst als nächstes kommen die. Entschuldigung, dass ich gerade so ein bisschen verpeilt bin, aber es ist schon spät abends. Wir haben schon 11 nach 3 Uhr morgens. Und also das nächste kommt TFL. Ich bin ganz ehrlich nicht so ein Fan von der TAR, weil das seht ihr auch in dem Gameplay. Wenn man damit schießt, der Rückstoß, der ist einfach quasi unkontrollierbar. Weil der geht links, rechts, jetzt nach oben, unten, überall hin, wo er gerade hin will. Und du triffst auf Entfernung einfach keine Kugel mehr. Und du musst dann schon Einzelschüsse machen. Und so krass stark ist die jetzt auch nicht. Und deswegen bin ich nicht so ein Fan von der Waffe. Aber sonst ist eigentlich nicht so ein Problem. Bei der, hier habe ich auch mit der 7L25er Streak gespielt. Und da hatte ich auch nachher ein paar Nachtjoiner, zum Beispiel, wie hieß der? Was mit Dirty Klausens was. Auf jeden Fall, der ist mir, der hat ein bisschen getubed, den musste ich nachher noch rauskicken davor und dann, ja. Der ist halt auch mal ein bisschen auf die Eier gegangen. Dann sind noch Leute aus meiner Freundesliste nachgejoint, war auf jeden Fall ziemlich anstrengend. Und mit dem Chopper Gunner habe ich auch nicht so viele Kills geholt, weil die halt einfach nicht gut gespawnt sind, die waren halt die ganze Zeit in der Höhle da drin oder wie man das auch immer nennen will. Und da kann man die mit dem Chopper nicht killen, bis die ja nachher da gespawnt sind bei A. Ja, wie gesagt, das 6 kommt die FL. Die FL New habe ich auch schon gespielt. Und nach der FL New kommt die M16. Die M16 versuche ich mit niedrigeren Killswigs zu erspielen. Also, wie gesagt, mit Predator und Payflow. Dann so Sachen wie bei der ACR, die kann ich glaube ich auch. Ja, ich glaube bei der ACR. Mach es einfach so, dass ich weiß nicht, was ist denn nicht gut. Keine Ahnung, Predator und Safe Bomber oder sowas. Als Sachen, die halt nicht so krass sind. Aber bei dem 16. mit der Waffe mit dem 3-Schuss-Betrieb muss man schon mal. Und auf den Nahkampf, das sind nicht so eine gute Chance, deswegen will ich mal wenigstens ein bisschen gute Killspeaks einpacken. Deswegen auch der Payflow. Hier habe ich jetzt Chopper zu Ende, muss ich ja noch ein paar Kills machen. Das war, die Situation war richtig knapp, weil ich einfach durch den Typen wäre ich einfach fast gestorben, weil der so hinter mir war halt. Ich glaube nicht, ob der gespawnt ist oder hingelaufen ist von irgendwoher. Keine Ahnung. Und sonst, ich habe jetzt ja quasi alle 2 bis 3 Tage habe ich jetzt ja einen Nuke mit jeder Waffe hochgeladen. Da ist ja schon die Nuke. Ich kann den Rhythmus. Ich glaube, jetzt am Anfang kann ich den vielleicht auch halten, Rhythmus, weiß ich aber nicht. Kommt halt auch drauf an, wie viel Lust ich gerade auf MW2 habe oder nicht. Aber später wird es auf keinen Fall klappen. Und ich würde sagen, damit wir wieder weg, bis zum nächsten Part. Ciao, haut rein.